Hallo und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nähe ich ein Mädchenkleid und zwar ist es ein ganz einfacher Schnitt. Die Besonderheit liegt im oberen Teil und zwar will ich das einfach smoken, Träger dran und dann ist es ganz schnell fertig. Wie steht ihr zu dem Thema Smoken? Habt ihr schon mal ausprobiert oder habt ihr noch Respekt davor? Also wenn man da einige Besonderheiten beachtet, ist es eigentlich ganz einfach. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, das würde mich interessieren. Wenn ihr auch Interesse habt am Nähen, dann abonniert doch meinen Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video von mir. Für das Kleid Nummer 3 aus diesem rosanen Stoff habe ich jetzt nur noch hier meine Reste. Und da schaue ich, was ich da draus zaubern kann. Da lege ich mal die zwei übereinander. Stecke es mir hier oben mal fest, weil es sich ziemlich einrollt. So, und dann schneide ich erstmal mir den Stoff zurecht. Also hier schneide ich diese Rundung ab und hier unten, so dass beide Stoffstücke gleich groß sind. So, als nächstes messe ich mal ab, wie viel ich hier habe. Sind bei mir 36,5 cm, das mal 2, das reicht mir locker. Also ich brauche hier oben den Brustumfang des Kindes plus 2 cm Nahtzugabe und das reicht mir vom Stoff her. Also ich habe jetzt hier ein Rechteck vor mir liegen. Hier die obere Kante habe ich auch sauber abgeschnitten und jetzt tue ich mit der Nähmaschine so ein Stück smoken vom Kleid. Und zwar ja, so 11 cm von meinem Kleid. Die obere Kante lasse ich auch so, Jersey franzt ja nicht aus, deswegen ist es okay. Zum Smoken nehme ich so einen Elastikfaden und den wickle ich mir einfach auf eine Spule auf. Und zwar ganz locker aufspulen, also jetzt nicht zu locker, sondern nicht zu fest und nicht zu locker, einfach ohne Nachdenken draufwickeln von Hand. Diese Spule lege ich in meine Spulenkapsel rein. Und bei der Nähmaschine ist noch zu beachten, dass ihr den Oberfaden etwas lockerer stellt und näht am besten ein Probestück, ob das auch klappt mit dem Smoken. Und dann fange ich an. Meine beiden Fäden habe ich jetzt hier rausgezogen und zwar etwas länger, damit ich gleich den Anfang und das Ende der Naht miteinander verknoten kann. Und jetzt nähe ich mit einem Zentimeter Nahtzugabe einfach eine Gerade. Und wenn ich dann hier schon ein Stückchen genäht habe, dann verknote ich die zwei Fäden miteinander und nähe weiter. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night and believe when it's like nothing wrong, it's alright with you. Am Ende hier auch die Fäden lang lassen, abschneiden und verknoten. Im Abstand von einem Zentimeter zu der vorherigen Naht lege ich dann die nächste Naht und arbeite mich vor, bis ich hier bei 11 cm angekommen bin. Überprüfe jedes Mal, ob genug Elastikband noch drin ist, Elastikfaden, weil er nur an einem Stück genäht werden kann. Wenn er mittendrin endet, dann war die Naht umsonst. Dann muss es raus und nochmal genäht werden. Also nach jedem Vorgang einmal prüfen, ob noch genug Elastikband drin ist. Der obere Teil ist jetzt gesmoked. Jetzt lege ich die zwei Teile rechts auf rechts, stecke es mir zusammen und nähe es mit der Overlock zusammen. Dabei versenke ich mein Messer von der Overlock, damit ich einfach nur die Seiten zusammennähe und nicht hier die Gummis trenne. Man könnte es auch mit einem Zickzackstich zusammennähen. So schaut das Kleid jetzt schon aus. Den Saum habe ich auch schon umgebügelt und umgenäht. Ich habe jetzt hier noch solche schmalen Träger genäht, 1 cm breit und die befestige ich noch hier an meinem Kleidchen. Tue ich noch festnähen und dann bin ich auch schon fertig. I
So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Näheinleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und bis nächstes Mal. Ciao, ciao!